Hallo, ich bin Timmy und ich begrüße euch zu Babu Nummer 27. Ho, ho, Für die Woche vom 16. bis zum 22.05.2011. Vielen lieben Dank an den Danny aka Ducky Edgy für dieses Katzen-Intro und natürlich danke Timmy, dass du so schön Modell gelegen hast. Sehr schönes Intro. Wenn auch ihr Lust habt, eins zu machen, schickt mir kurze PN, ich sag euch für welche Nummer und dann freue ich mich auf eure Intros. Wollen wir gar nicht viel Zeit verlieren, fangen wir direkt an mit den Releases, denn es ist viel passiert letzte Woche und es wird diese Woche viel passieren, wenn man den Ankündigungen Glauben schenken darf. Das tun wir einfach mal, denn wir sind blauäugig, auch wenn ich braune Augen habe. Gut, die Releases für die kommende Woche, da wäre für den 17., also für morgen, den Dienstag, The Witcher 2 Assassins of Kings für den PC. Dann am 19., der Donnerstag, No More Heroes, Heroes Paradise für die PS3. Und dann am 20. endlich, 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 endlich der Release des neuen Rockstar-Spiels, L.A. Noire. Das ist der große Knaller diese Woche. Dann haben wir noch so ein bisschen Beiwerk. Das wäre zum Beispiel Fable 3 für den PC und Dragon Quest Nummer 6, Wächter zwischen den Welten für den DS. Und was ist das hier? Das kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Dead or Alive Dimensions für den 3DS. Ja, über allem thront natürlich L.A. Noire, das Spiel, was für die Xbox auf drei DVDs kommt. Das erste Mal, dass ich das bewusst mitkriege, dass auf drei DVDs ein Spiel kommt. Korrigiert mich, wenn ich mich täusche, aber ich glaube, es ist sogar das allererste Mal überhaupt in der Geschichte der Xbox 360. Und damit wären wir schon direkt durch mit den Releases und kommen direkt zu den News. News. Und da gibt es was Positives und sehr Erfreuliches und ja, ich glaube, alle PS3-Besitzer werden es schon wissen und schon vor Freude an die Decke gehüpft sein. Es ist wieder online. Ja, das PSN ist wieder erreichbar. Seit gestern ist es wieder in der Wiederherstellung. Das heißt, wenn es bei euch selbst noch nicht funktionieren sollte, dann kommt es auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Sony hat da gesagt, dass man anfangen will mit Nordamerika, dann Südamerika und dann langsam Europa, Asien wieder zu aktivieren. Das heißt, wenn ihr jetzt gleich an eure PS3 rennt und es noch nicht funktionieren sollte, wartet noch ein paar Stunden oder maximal ein, zwei Tage ab, dann sollte es wieder funktionieren. Wie bereits bekannt, müsst ihr ja zuerst, wenn ihr euch das erste Mal wieder einloggt jetzt, einmal die neuen Nutzungsbedingungen bestätigen und ein neues Kennwort vergeben, damit die Hacker nicht irgendwelchen Blödsinn machen können mit euren Daten. Dann steht den Spielgenuss auf Xbox Live. Das lief übrigens die ganze Zeit. Und dann steht dem Spielgenuss übers PSN nichts mehr im Wege. Ja, und ihr dürft auch endlich Portal 2 im Koop spielen, denn die PS3er hatten da ja noch gar keine Gelegenheit zu. Dann gibt es was Neues zum letzte Woche erschienenen Shooter Brink. Dieser ist, wie viele 360-Spieler wissen, nicht spielbar auf der 360. Er hat zu kämpfen mit unfassbar vielen Bugs, mit ja, schwammigen Texturen, mit Lags im Multiplayer. All das soll jetzt behoben sein mit einem Patch, der jetzt rauskommen soll die nächsten Tage. Es kam schon vor ein paar Tagen wohl ein Patch, jetzt soll ein neuer kommen, der die ganzen Lags hauptsächlich im Multiplayer nochmal fixt. Da ist Bethesda wohl gerade mit Hochdruck am Arbeiten, dass das Spiel einigermaßen spielbar wird. Viele von euch, habe ich schon mitgekriegt, klagen ja über Bugs, über Levels, die nicht zu spielen sind, weil sie einfach nicht zu Ende gehen oder die nicht speichern und man den Level nochmal spielen muss oder dass irgendwas passiert und die Speicherpunkte nicht funktionieren. All das soll damit gefixt werden. Wir kreuzen beide Daumen und hoffen weiter, dass das Spiel dann endlich spielbar ist, denn ich glaube, dann wird es ein größerer Erfolg für die Team-Shooter. Verdammt, mir fällt kein Wort ein. Wir kreuzen einfach unsere Finger und warten ab und hoffen und freuen uns auf Brink, wenn es spielbar ist. Außerdem hat der Entwickler schon angekündigt, dass es im Juni, also nächsten Monat, einen kostenlosen DLC geben wird mit weiteren Karten und Inhalten für Brink. Ich weiß nicht, ob das als kleine Wiedergutmachung ist oder ob das sowieso geplant war, den kostenlos rauszubringen. Wir nennen es einfach mal als Wiedergutmachung und schon sieht die ganze Sache doch ein bisschen rosiger aus. Auch wenn man durch Maps und neue Inhalte die Nerven nicht aufwiegen kann. Dann gibt es ebenfalls was Neues von Nintendo und das ist diesmal die traurige Nachricht für diese Woche. Und zwar wurde angekündigt, dass der Browser und der eShop, welcher ja merkwürdigerweise schon beim Release des 3DS nicht vorhanden waren, auch nicht im Mai kommt, wie angekündigt, sondern wohl erst am 7. Juni veröffentlicht wird. Das heißt, alle 360er, Gott, das fängt auch mit einer 3 an, das ist total verwirrend. Das heißt für alle 3DS-Besitzer von euch, weiter hoffen und weiter warten und weiter. Ja, wie Brink. Weiter hoffen, warten, Finger kreuzen, dass der Browser und der eShop bald kommen. Man will wohl noch letzte Verbesserungen dran vornehmen. Im Grunde liest es sich so wie jeder andere eShop auch. Abwarten. Vielleicht ist es ja mit 3D-Effekt dann doch spezieller. Dann gibt es ebenfalls was Neues von Microsoft. Und zwar hat man dort in der letzten Woche eine Pressekonferenz abgehalten bezüglich der guten Verkaufszahlen von Kinect Sports und allgemein dem Kinect-Sensor. Und da hat man jetzt verlauten lassen, dass man dieses Jahr noch, dieses Jahr,
Dieses Jahr. Unfassbar. Dass man dieses Jahr noch das Line-Up der Spiele für Kinect verdreifachen will. Das klingt erstmal sehr, sehr gut. Wenn man aber genau drüber nachdenkt, ist es ja doch mehr Marketing als irgendwas, denn das Line-Up der Spiele für Kinect ist sowieso schon recht überschaubar und daraus das Dreifache zu machen, sollte nicht das Problem sein. Nach den ganzen Sportspielen und Tanzspielen und Minispielen warten wir immer noch für Kinect auf den ersten richtigen Core-Gamer-Titel, wenn man so will. Ja, PlayStation hat's vorgemacht mit PlayStation Move, das man bereits in Killzone 3 implementiert hat, in Virtua Tennis 4. All das gibt es für Kinect leider noch nicht. Das nächste, was ich weiß, wo das ins große Spiel implementiert wird, ist Forza 4, wo ihr denn wie Kinect Joyride-mäßig da lenken könnt. Ob das so der Knaller ist, ich weiß es nicht. Microsoft, strengt euch an und bringt endlich richtige Titel, in Anführungsstrichen, für Kinect raus. Denn der Sensor war teuer damals. Und ist er immer noch. 100 Euro, glaube ich, kostet das Ding immer noch. Viel Geld für etwas, was man im Grunde im Moment noch gar nicht so richtig benutzen kann. Und dann wären wir auch schon direkt bei der letzten News angekommen für diese Woche. Und diese ist wirklich diesmal der Überflieger. Es übertrifft alles. Es ist endlich offiziell angekündigt, Modern Warfare 3 wird kommen. Und es gibt schon die ersten Trailer dazu. Diese habe ich euch unten verlinkt in der Videobeschreibung. Klickt auf jeden Fall drauf, guckt sie euch an. Sehen, ja, ein bisschen verwirrend aus. Ist im Grunde mehr Gespräche als irgendwelche Bilder. Allerdings lässt sich bereits jetzt sagen, dass Modern Warfare 3 in Europa spielen wird. Und auch in Deutschland. Ja, voraussichtlich wird es in Berlin und in Hamburg spielen. Wie genau das aussieht, wie genau es umgesetzt wird, ist natürlich noch Top Secret, streng geheim. Gibt keine weiteren Infos dazu. Finde ich allerdings schon mal sehr, sehr cool, dass man in Deutschland diesmal unterwegs sein wird. In dem Trailer für Deutschland, welcher ja ebenfalls unten verlinkt ist, wie eben schon gesagt, ist meiner Meinung nach der DB Tower zu sehen, wie er umfällt, also das Ding, was am Potsdamer Platz steht. Ich bin gespannt, freue mich tierisch auf Modern Warfare 3 und Battlefield 3. Die beiden liefern sich ja ein heißes Gefecht um die Gunst der Käufer. Wie genau es ausgeht, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, auch über alle weiteren Marketing-Schritte und alles weitere, was es zu Modern Warfare 3 und Battlefield 3 gibt. Damit ihr nichts verpasst, schaltet am besten jeden Montag ein und das dürft ihr gerne als was auch immer ansehen, denn ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Ja, ich bin fröhlich. Dann habe ich als Vorletztes diese Woche noch wieder die Frage der Woche an euch. Und zwar ist es diesmal, nachdem das PSN ja ausgefallen ist, was würdet ihr machen, wenn alle Spiele der Welt auf einmal nicht mehr funktionieren würden? Das heißt, ihr würdet die Konsole anmachen und ein Spiel starten und die Xbox sagt, nein, nein. Xbox sagt nein, Computer sagt nein, PlayStation sagt nein. Was würdet ihr dann machen, wenn ihr nicht mehr spielen könnt? Wenn alle Spiele der Welt nicht mehr funktionieren. Schreibt es in die Kommentare. Nächste Woche blende ich ein paar Kommentare, denn ein am Ende des Baus. Ich freue mich auf eure Antworten, bin gespannt, was ihr euch ausdenkt. Und dann möchte ich euch noch sagen, dass Ashton Kutcher der neue Charlie Sheen wird. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Haut rein, macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis spätestens nächsten Montag. Macht's gut, haut rein. Adios und auf Wiedersehen. Und da fällt der Block runter und das war laut. Tschüss.